Also ich habe jetzt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ganz viel mich auf die Konzerte selber konzentriert, dass ich jetzt hier nicht so viel rumrenne und Bier saufe. Das mache ich erst ab jetzt, nach dem letzten Konzert. Also siehst du ja, mein Foster steht bereit. Ja, sehr gut. The Block of Rock, Leute aus meiner Heimat, aus dem Ruhrgebiet. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich auch mal ein bisschen hier über Fußball plaudern konnte, über den BVB, neben mir der Bernhard von Axis. Hi, hallo. Bernhard, das gibt's ja gar nicht. Dass ihr hier am Schiff seid, das hat mich ja wirklich überrascht. Ihr seid ja erst zum Schluss quasi mit aufgelaufen, aber das Beste hält man sich bis zum Schluss auf, wirklich, oder? Naja, wir hatten im Dezember die Anfrage bekommen, ob wir da nicht irgendwie auf dem Schiff spielen wollen. Natürlich sagst du da nicht nein, weil die Karibik-Kreuzfahrt hier, 70,000 Tons of Metal, ist der Hammer. Wir stehen gerade mitten im Release vom neuen Album. Eigentlich hätten wir gar keine Zeit gehabt, weil wir haben gerade Interviews anfragen, die wir alle koordinieren müssen, Anzeigen, Schaltung und so weiter. Haut ein bisschen in die Promotion-Kampagne rein, die wir selbst geplant haben, aber ist auch eine geile Promotion-Sache für uns, weil wir ganz viele Redakteure hier getroffen haben, die eben am Schiff sind. Ja, das ist natürlich geil. USA kommt, sind wir so gar nicht rangekommen, waren es drei Redakteure, mit denen wir Interviews gemacht haben, weil ich mich sehr darüber freue. Artichoke Magazine war da, mit dem wir uns am Flughafen in Düsseldorf getroffen haben, die auch nicht nach Amerika kamen, weil wir sind ja von Dubai geflogen. Ja, das ist ja eine ganz verrückte Geschichte. Ihr wolltet ja quasi direkt von Dortmund-Wickede bis nach Miami. Wir machen es mal billiger, wir fahren also von Düsseldorf nach Amsterdam, KLM, dann direkt nach Fort Lauderdale, alles ganz locker. Ja, und dann hat das nicht geklappt, weil dann der Radar ausgefallen ist am Amsterdamer Flughafen, und dann hat man uns empfohlen, vielleicht über Dubai nach liegt ja fast am Weg, ja. Haben wir gedacht, gut, ein Schnäppchen lassen wir uns nicht entgehen. Dann haben wir Hotel gecancelt in Fort Lauderdale, wir hatten eigentlich vorgehabt, einen Tag eher zu kommen. Ja. Das hat sich jetzt nicht geklappt. Wir haben 28 Stunden, sind wir dann im Flieger. Aber war geil. Also Dubai, das war für mich echt eine Erfahrung. Ich war noch nie in Dubai. Die Länder sind mir alle ein bisschen suspekt irgendwie. Die ganzen Moschee-Frauen hier, Männer da, und es war schon ein bisschen komisch, aber trotzdem irgendwie, also geil, in so eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Kultur. Wart ihr auch draußen außerhalb des Flughafens, oder hat man euch gefangen gehalten? Nee, wir waren im Flughafen selber und haben dann ein bisschen mal außen geguckt, aber haben konnte keine Zeit ziehen gemacht. Da war zu wenig Zeit zu. Aber war einfach auch im Flughafen schon irgendwie eine ganz andere Atmosphäre als in New York oder in Düsseldorf. Wie lange habt ihr dann da in Dubai warten müssen? Bis ihr wusstet, dass jetzt tatsächlich... Ah, cool, okay. Dreieinhalb Stunden ungefähr. Geht ja noch fast. Ja, klar. Aber wir waren dann wirklich kurz vorm Schiffstart, als wir abgefahren sind. Hier, 11 Uhr waren wir da. Und um 14 Uhr, 12 Uhr war Einchecken-Start. Ja, genau. Ja, also gerade noch gepackt. Alles noch gepackt. Irre. Gerade, ne? Also total irre Geschichte. Ja. Weil ich hatte das Gerücht gehört, dass ihr es vielleicht gar nicht packt. Das lag auch in der Luft. Und das auch ganz lustig, dass der Typ vom Artichoke Magazine, der auch den Flug nicht bekommen hat, doch auch noch einen bekommen hat. Bei dem war es nämlich klar, dass es nicht klappt, aber der hat es dann doch noch geschafft irgendwie. Über Düsseldorf, der hat einen Direktflug bekommen nach Miami, komischerweise. Ah, ja. Okay. Das war bei uns jetzt nicht mehr möglich, aber ist auch egal. Hauptsache, ihr seid da. Aber wir haben jetzt Prison Break eine Staffel komplett durchgeguckt. Na, herrlich. Hey. Das ist ja gut. Ihr habt heute Morgen am Sonntag quasi zum Frühschoppen hier gespielt, am Pooldeck. Ja. Sehr schön, war schon ein bisschen warm, aber ihr hattet schon Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt überrascht, dass so viele Leute da waren. Um 10 Uhr, ganz ehrlich, ist nicht meine Zeit. Ich wäre auch nicht aufgestanden, wenn da meine Lieblingsband spielt. Spielt ja auch nicht so häufig. Nee, also 10 Uhr ist überhaupt nicht meine Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das sehr genossen, dass die Leute wirklich so früh aufgestanden sind. Wir haben ja zwei Tage vorher am Ice Rink gespielt. Da waren ein paar Leute, die fanden das so geil. Die haben uns entdeckt, die sind daran vorbeigelaufen. Und haben gesagt, ey, das ist 28 Jahre, wir haben noch nie was von euch gehört. Irgendwie Kanada, zwei Leute, Amerika, aus Miami kamen zwei, aus New York kam einer, die waren völlig begeistert. Das ist natürlich geil, das macht so eine Metal-Cruise natürlich, also ja, Film, also ein 70,000 Tons of Metal auch für uns aus, dass wir hier einfach mal so ein bisschen die Leute auch überzeugen können, nochmal, es gibt eine Band namens Axis, die in Europa für viele gefühlte Newcomer. Genau, ja, und das ist einfach geil, ne? so auch Bands zu entdecken, für die Leute hier auf dem Schiff, ganz unbekannte Bands zu entdecken, und das ist uns gelungen hier. Hast du auch eine Band entdeckt, die du vorher nicht so am Schirm hattest? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ganz viel mich auf die Konzerte selber konzentriert, dass ich jetzt hier nicht so viel rumrenne und Bier saufe. Das mache ich erst ab jetzt, nach dem letzten Konzert. Also siehst du ja, mein Foster steht bereit. Ja, sehr gut. Vorher habe ich ein bisschen hier rumgeguckt, ich habe jetzt die Jam-Session gesehen mit den ganzen... War auch gut, ja? Fand ich sehr interessant. Ein paar geile Sachen dabei, ein paar nicht so geil, aber war im Endeffekt richtig cool, mal alle so zusammen zu sehen, die da so gejammt haben. Annihilator fand ich geil, irgendwie am Pooldeck, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich überrascht. Testament fand ich auch geil. Sounds war am Anfang ein bisschen schwierig. Die ersten Tage habe ich ein paar Bands gesehen, wie Gravedigger, geil abgerockt. Die haben hammergeile Stimmung gemacht, haben ein bisschen Delay gehabt. Ja, die mussten sich erst alle eingerufen wahrscheinlich, von der Crew auch.
Aber ab Freitag stand das hier perfekt. Ne? Und die Bands haben wirklich, auch Gravedigger und so, haben richtig geil abgeräumt. Das fand ich geil. Das ist halt eine etwas andere Art von Festival, ja, aber es ist sehr angenehm. Ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht. Und es ist jedes Mal für mich aber auch ein Erlebnis, auch mal mit den Leuten ein bisschen privat zu plaudern. Ja? Du hast ja bei einem normalen großen Festival hast du ja nie die Chance, mit jemandem mal mehr als ein Bier zu trinken. Ja? Und das ist hier ganz anders, weil du machst ja Urlaub mit deinen Musikerfreunden. Ja. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ich habe vor allen Dingen auch die Chance gehabt, mal chilenische Fans. Es waren ganz viele Leute dabei, die Access kannten, auch die Platten hatten, die Signing Sessions. Axis. Ne? Wo du immer denkst, die sagen ausziehen. Ja, klar. Also, total toll. Peru, wie gesagt, Chile waren viele da, Südamerika auch. Und ich war auch überrascht. Ich hatte wirklich gedacht, das wären so 80% Amis hier. Das ist ja gar nicht der Fall. Nee. 25% Amis, 25% Deutsche. Das wechselt sich immer ab. Genau. Und der Rest ist wirklich so international aus, ich weiß ja nicht, 61, 51. Ja, 70 also Länder, glaube ich sogar. Unglaublich. Ja. Das ist irre, ja. Also alle Kontinente vertreten. Ja. Das ist so ein bisschen also, ich kann das jedem empfehlen, sowas mal mitzumachen. Das ist wirklich eine Erfahrung. Auch vom Preis her scheint erstmal teuer zu sein, aber die Erfahrung, die ihr mir macht, auch die Bands, die man kennenlernt, die Fotos, die man machen kann. Der Testament, guckst du mal, machst ein paar Fotos mit denen. Also, ist schon irgendwie geil, mit denen nochmal zu frühstücken. Habt ihr euch denn als, sag ich mal, eher Hardrock-lastige Metalband hier wohlgefühlt? Da war ja viel hartes Zeug an Bord. Ja gut, ich stehe auf diese ganze Grunzerei ja nicht. Das weißt du ja, ich bin ja nicht so der Grunz-Fan. Ich fand das trotzdem geil. War sehr ein paar Überraschungen dabei für mich. Ich habe jetzt leider den Bandnamen vergessen. Ich bin immer so schlecht mit Bandnamen. Eine deutsche Band auch, die echt auch gegrunzt hat, aber so melodischen Sound gemacht. Der fand ich richtig geil. Leider den Namen jetzt vergessen. Müsst ihr nochmal auf die Itinerary gucken, wann da was... Trinkt ihr nochmal einen Fäustus? Ja, dann weiß ich wieder Bescheid. Ich bin da schlecht mit Namen. Ne? Ja, ich bin immer froh. Dich kenne ich ja glücklicherweise. Das hat 5 Jahre gebraucht. Dann habe ich deinen Namen auch mit dem Gesicht verbinden können. Das ist immer schwer. Aber es war wirklich für mich eine ganz tolle Cruise, darf man ja nicht sagen. Ne? Cruise darf man doch sagen, man darf nicht Full Metal Cruise sagen. Ja, ne? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Die haben ja auch gemacht, und da muss ich sagen, wenn man das vergleicht, beide Cruises haben wirklich was für sich. Diese hier ist wirklich ein Festival, 60 Bands, eine unglaubliche Anzahl an Bands. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten, 1000 verschiedene Sachen zu erleben. Auf der anderen Seite die Karibik natürlich, das Klima, ganz toll. Dafür aber auch musst du viel zahlen für Getränke. Das ist so ein bisschen das, was mich ein bisschen gestört hat. Aber alles andere war super organisiert und das fand ich traumhaft. Bei der Full Metal Cruise ist ja alles all in. Du kannst wirklich Gas geben ohne Ende. Hast allerdings auch weniger Bands und das ist ja auch im Mittelmeer, glaube ich, findet das. Genau, und du hast auch nicht die Möglichkeit, mit den Leuten wirklich intensiv Zeit zu verbringen, weil die Bands ja auch immer von Bord gehen oder ein Teil genau. Events, genau, du hast ja immer so ein Come and Go. Einfach ein bisschen schöner, weil eben der Urlaub noch mit dabei ist. Genau. Jetzt hast du vorhin ungefragt einfach bei uns hier vor meinem Millionenpublikum gesagt, ihr macht ein neues Album. Sag mal, warum eigentlich? Das letzte ist doch auch gut gewesen. Warum muss es jetzt schon wieder Neues geben? Wir machen immer neue Alben, weil die Zeiten ändern sich. Wir haben jetzt Retrolutions gemacht und weil wir einfach ein bisschen, den Titel übrigens auch sehr interessant, der spiegelt so ein bisschen den Zeitgeist wieder, den wir so gerade empfinden. Das ist ja, wir kommen aus der Zeit der Retrowelle. Das heißt, du weißt das selber noch, Tape Recording, Rauschunterdrückung. Was haben die damals für einen Aufwand gemacht, um das Rauschen zu unterdrücken mit Dolby-Verfahren und ich weiß nicht was. Und heute werden Plugins entwickelt, digital, die genau dieses Rauschen wieder machen. Also ist ja aus der Zeit, wo ich herkomme, völlig krank eigentlich, also schizophren. Die Vinylplatten, 2016 hat in UK, in England, wurden so viele Vinylplatten verkauft wie 1990, 91. Das gab es noch nie. Also woher kommt das eigentlich? Und die Frage haben wir uns gestellt auf dem Album so ein bisschen. Warum kommt das, dass gerade auch junge Leute wieder auf diese Retrowelle stehen? Und ich glaube, die Bertelsmann Stiftung hat das ja gemessen. Die hat auch gesagt, den jungen Leuten fehlt so ein bisschen der Halt. Weil einfach alles um die herum in Massen da ist. Keiner filtert mehr aus. Du hast tausende von Bands, du hast tausende von Möglichkeiten und keiner filtert mehr. Die Plattenfirmen, wir haben die EMI Elektrola überlegt. Da muss ich mal rein. Tun. Hättest du das damals gedacht? Nee, gar nicht. Ne? Und jetzt bist du Boss deiner eigenen Firma. Ja, das auch noch. Ne? Klein, aber fein eben. Ne? Und deshalb ist das ist eine ganz komische Sache. Deshalb haben wir diese Sache, den Zeitgeist so ein bisschen Retrolution genannt. Die Leute mögen wieder was Alte. Warum? Weil sie wissen, was sie bekommen. Das ist das, was Halt gibt. Mhm. Was waren so Iron Maiden, AC/DC, alles Bands, die in meiner Pubertätzeit eigentlich innen waren. Warum sind die nicht schon längst weg? Oder auch Axis, warum sind wir nicht schon längst oder weg? Fosters Bier. Oder Fosters. Auch noch da. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass man einfach weiß, was man da bekommt. Ja. Ne? Und ich weiß, in der Geschichte der Rockmusik ist das erste Mal in der Geschichte eigentlich, dass keine Generation abgelöst wurde.
immer wieder gab es von, ich sag jetzt mal, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Deep Purple, Iron Maiden, die da kam immer wieder alle 15 Jahre eine neue Welle. Die Generation kam Grunge und so, genau, Hip-Hop jede dazu, Generation ja. hatte seine eigene Welle, seine eigene Musik. Und dieses Mal ist es so, dass meine Musik aus meiner Pubertätzeit heute immer noch die Kids begeistert und die alten Säcke mit uns mitwachsen. Deshalb ist es möglich, dass wir hier auf so einem Kreuzfahrtschiff ja. spielen. Kreuzfahrtschiffe waren verpönt damals. Das ist alte Oma-Urlaub gewesen. Jetzt sind wir hier. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier an Bord. Was macht er heute noch? Außer also saufen? Wir machen nur noch saufen. Ja. Wir machen saufen, Bands angucken. Ja, wir müssen jetzt mal uns gehen lassen. Wir haben jetzt drei Tage gar nichts gemacht, ein bisschen wegen den Konzerten auch. Und jetzt lassen wir uns mal ein bisschen gehen, ein paar Fosters schlürfen und mal unsere, wir haben ja 50 Euro hier frei. Die müssen dann kannst du mal richtig, Gas geben. Naja, das würde ich so nicht sagen. Dann kostet ja 8 Euro das Ding. Aber pass auf, dass du nicht wieder auf den Arsch fällst, wie heute auf der Bühne. Du, das mache ich ja öfter. Ne? Ja. Also ich bin ja, ich bin groß geworden mit der Sendung Danger Freak damals in den 70er, 80er Jahren. Und ich achte da gar nicht drauf. Da falle ich hin. Das ist scheißegal. Ne, solange mir nicht wehtue, ist alles okay. War ein guter Stunt, Bernie. War schön, dich zu treffen. Hau rein. Hau rein. Schön. Genau. Das war Bernhard Weiß hier bei The Block of Rock. Ciao.